Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass ihr auch heute hier wieder mit dabei seid. Ich möchte mal gerne heute ein paar Gedanken mit dir, mit euch teilen, was du am besten tun kannst, wenn es mal in deinem Leben nicht so rund läuft. Wenn du dir vielleicht Dinge vorgenommen hast, die vielleicht auch eine Weile gut gelaufen sind und dann plötzlich läuft es nicht mehr. Oder du hast das einfach das Gefühl, irgendwie stockt es überhaupt in meinem Leben, irgendwie klappt gar nichts. Und ich kenne diese Situation ja selbst auch nur zu gut aus meinem eigenen Leben. Da läuft auch nie alles rund und alles ganz simpel und einfach. Da gibt es auch Herausforderungen und ich denke, das ist ganz normal. Das gehört auch einfach ein Stück weit zum Leben mit dazu. Und gerade wenn es darum geht, dass man sich Ziele gesteckt hat oder wenn es auch mal eine Weile richtig gut gelaufen ist, wenn man so das Gefühl hat, ich bin so richtig auf meinem Herzensweg jetzt. Und dann plötzlich hat man das Gefühl, von einem auf den anderen Tag, oder es ist manchmal auch so ein schleichender Prozess, klappt es irgendwie überhaupt nicht mehr. Und das ist nichts anderes, so sehe ich das, als ein Hinweis vom Universum, mal wieder nachzuschauen, zu prüfen, bin ich denn wirklich noch auf meinem Weg oder bin ich vielleicht inzwischen etwas von meinem Weg abgekommen, beziehungsweise ist es jetzt vielleicht auch die Möglichkeit, die nächste Stufe zu erklimmen. Stehe ich vielleicht gerade so in meinem Leben vor der nächsten Entwicklungsstufe? Und das ist so der springende Punkt, wo dann einfach viele aufgeben und denken, das war doch nicht mein Ding, das war doch nicht mein Weg. Das funktioniert bei anderen, aber bei mir funktioniert es nicht. Und ich möchte es mal bildlich verdeutlichen, als Metapher mal so eine Treppenstufe nehmen, wenn du so auf der Erfolgsleiter oder das Ganze mit einer Erfolgsleiter vergleichst. Und alle Stufen von einer Treppe sind gleich. Und du bist so dabei, so eine Stufe nach der nächsten zu erklimmen. Und dann kommt eine Stufe, die ist doppelt und dreifach zu hoch als die vorhergehenden. Dann kostet dich das natürlich entsprechend Kraft und Energie und mehr Aufwand, diese Stufe zu erklimmen. Und so sehe ich das auch mit Herausforderungen im Leben, wenn mal etwas nicht mehr rund läuft, wenn es man einfach ja darum geht, nochmal zu hinterfragen, bin ich wirklich noch auf dem Weg, mache ich wirklich noch die Dinge, die mir am Herzen liegen oder was möchte das Universum mir jetzt gerade mit dieser Herausforderung sagen. Und wenn ich dann in mich hineinlausche, entweder bekomme ich die Antwort, ich muss meinen Weg nochmal korrigieren, ich bin ein bisschen von meinem Herzensweg abgekommen, oder ich merke, es ist noch genau das Ding, was ich machen möchte, ich bin noch ganz genau auf meinem Weg, aber jetzt gilt es, die nächste Stufe auf der Erfolgsleiter, um es mal nochmal in dieser Metapher darzustellen, zu erklimmen. Und das kostet jetzt einfach ein bisschen Energie und es ist jetzt einfach mal so, ja, der Test vom Universum, bin ich jetzt wirklich bereit, da weiterzugehen? Bin ich jetzt wirklich bereit, weiterzugehen durch meine Ängste? Bin ich jetzt wirklich bereit, weiterzugehen und meinen Fokus zu halten, auf meinem Weg weiterzugehen? Und bin ich jetzt wirklich bereit, mich weiterzuentwickeln? Und da gibt es so ein schönes Sprichwort, das ich mir da schon seit Jahren auf die Fahne geschrieben habe. Aufgeber gewinnen nie, Gewinner geben nie auf. Und für mich ist immer dann in dem Moment die Frage, das A und O, wie kann es jetzt wieder weitergehen, wie kann ich die nächste Stufe erklimmen? Vorausgesetzt natürlich immer, ich stelle fest, ich bin noch zu 100% auf meinem Herzensweg, ich stehe noch zu 100% zu dem, was ich mache und wenn es dann einfach schwierig wird, Test vom Universum und immer die Frage stellen, wie kann es jetzt wieder laufen? Wie kann die nächste Stufe wirklich erklommen werden? Was kann ich jetzt noch dazu beitragen? Manchmal ist es einfach nur Durchhaltevermögen. Manchmal gilt es gar nichts mehr zu verändern, sondern manchmal ist einfach nur Durchhaltevermögen gefragt. Manchmal sind aber auch Dinge und Aspekte förderlich, die dann aber auch mit der Frage, wie kann die nächste Stufe jetzt erklommen werden, mit ins Bewusstsein kommen. Ideen, weitere Visionen. Und ja, darum geht es einfach für mich und das möchte ich dir heute so mit auf den Weg mal geben. Deshalb meine Gedanken, die ich hier mit dir teile. Wenn es mal nicht mehr rund läuft in deinem Leben, hinterfrag einfach, bist du wirklich noch auf deinem Herzensweg? Wenn da ein Ja kommt,
dann stell dir einfach die Frage, was kann ich jetzt noch weiter dazu beitragen, dass es wieder rund läuft, was fehlt mir und ja, vielleicht auch mal die Frage stellen, was hat es mit mir zu tun, dass es jetzt im Moment nicht rund läuft. Das kann auch eine Frage sein, die dir weiterhilft, Informationen und Aspekte zu bekommen. Oder du stellst fest, dass du nicht mehr auf deinem Weg bist und dann gilt es einfach auch diesen Weg nochmal ja, zu korrigieren. Und ganz wichtiger Satz, Aufgeber gewinnen nie, Gewinner geben nie auf. Und das unterscheidet gerade die Menschen, die du vielleicht auch als Vorbild hast auf deinem eigenen Weg, die schon dort sind, wo du hin möchtest. Die haben auch schwierige Situationen auf ihrem Weg einfach gemeistert und sie haben einfach nie aufgegeben und deshalb stehen sie jetzt dort, wo sie gerade stehen und deshalb streich diesen Glaubenssatz in dir, bei dem oder der hat das funktioniert, aber bei mir funktioniert es nicht. Also wenn du zu 100% noch zu dem stehst, was du gerade machst, dann bleib auf deinem Weg und orientier dich daran und mach dir bewusst, du stehst dann gerade an einer Stufe, die vielleicht ein bisschen größer ist als die letzten Stufen und es ist nichts weiteres als ein Test vom Universum, ob du jetzt wirklich dazu bereit bist, weiterzugehen, weiter deine Herzensprojekte einfach durchzuziehen. Ja, das war so meine Inspiration heute für dich hier. Ich schicke dir eine ganz herzliche Umarmung. Es gibt jetzt noch ein paar Eindrücke am Ende von diesem kleinen Beitrag hier, von dieser kleinen Inspiration, die ich für dich zusammengeschnitten habe aus Mallorca. Und ja, ganz liebe Grüße, viel Freude jetzt noch bei den kleinen Eindrücken aus Mallorca. Bis zum nächsten Mal. Das war die Irmgard. Ciao, ciao. Yo soy el rey.